Okay, also ich muss mir jetzt erstmal die Augen auswaschen gehen. Meine Augen! Denn meine erste Session im neuen Jahr war speziell. Schau dir zum Beispiel mal ihn an. Dreht er sich jetzt etwa einfach nur die ganze Zeit im Kreis? Ich wusste nicht so recht, was ich hier tun soll. Brauchst du vielleicht Hilfe oder so? Ich brauche keine Hilfe. Was ist denn los mit dir, Kollege? Hast du vielleicht ein bisschen zu tief ins Glas geschaut oder so? Das neue Jahr beginnt für dich aber irgendwie noch nicht so gut und ich wusste auch nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Ich dachte mir, ich mache einfach mal ein Ariel. Ja, aber dem Kollegen war irgendwie nicht so richtig zu helfen. Ich weiß doch auch nicht. Wobei, ich konnte ihm ein bisschen helfen. Und zwar mit dem Bump. Oder schau dir zum Beispiel mal diesen Gegner hier an. Und zum Glück habe ich auch diese Runde mit 8 zu 6 gewonnen. Also theoretisch, wenn der Kollege den Ball auf den Boden aufkommen lassen würde. Kollege, kannst du den Ball vielleicht mal nach unten fallen lassen? Ich habe gleich in 10 Minuten noch einen Arzttermin. Den müsste ich ganz, ganz dringend wahrnehmen. Kannst du, hallo, Entschuldigung. Entschuldigen Sie, können Sie den Ball vielleicht ganz kurz... Halt doch mal die Fresse! Würde mich echt freuen. Oh, ich sollte mich vielleicht mal kurz bewegen, sonst gewinnt er die Runde, nämlich wenn ich rausfliege wegen Inaktivität. Das wollen wir nicht, aber kannst du vielleicht jetzt trotzdem mal irgendwie den Ball auf den Boden aufkommen lassen? Es wäre wirklich super. Dankeschön. Oder auch. Also, danke. Danke. Und ich glaube, einen Gegner, der noch toxischer ist, werde ich in diesem Jahr nicht mehr finden. Meine erste Session im Jahr 2024 und bis jetzt laufen die Runden enorm gut. Auch der Kickoff läuft enorm gut. Das war ein guter Schuss, aber... Leider nicht on target. Das sollte ich vielleicht in diesem Jahr auf jeden Fall mal üben. Da vielleicht auf ein Fake nochmal gehen und vielleicht ihn nicht an den Ball lassen und zerstören. Das klappt leider nicht, aber das war, glaube ich, ziemlich wichtig, ihn da so ein bisschen wegzuhalten. Jetzt den Ball on target schießen. Daneben! Okay, also das muss ich auf jeden Fall in diesem Jahr üben. Das schreibe ich mir gleich direkt auf. Ich muss Schüsse on target bringen. Der war on target, aber Gegner ist da. Nochmal kurz mitnehmen. Ein bisschen rammen. Bambo! Ja, also ich bin gut ins Jahr reingerutscht. Vor allem in die Gegner. Sei bloß vorsichtig! Sei bloß vorsichtig! Ja, oder halt auch nicht. Und er schreibt auch direkt, ramm doch noch mehr. Also wenn wir ehrlich sind, habe ich dich eben eigentlich gar nicht weggerammt. Wir hatten nur eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und zwar wollte ich nach links und du wolltest nach rechts. Oh nein, der Ball ist schon wieder drin. Und er schreibt kein Problem. Und damit haben wir den ersten toxischen Gegner im Jahr 2024. Warum wundert mich das nicht, dass der nach einem Tag bereits auftaucht? Oh, wolltest du mich da gerade zerstören? Backflip, der war nicht hoch genug. Schade. Aber ein bisschen Druck aufbauen, vielleicht Boost mitnehmen und jetzt nochmal... Alles gut bei dir? Vielleicht einen Ariel, den ich nicht so gut hinbekomme, weil du mich da am Board natürlich auch gerade ein bisschen genervt hast, ne? Bump vielleicht noch mehr. Oh, da habe ich ihn nochmal kurz weggebumpt. Der Ball ist drin. Oh, okay, er schreibt Skip. Ja, okay, das tut mir leid. Ich habe halt nur gerade überlegt, ob ich ihm irgendwas zurückschreiben soll oder so, aber... Macht jetzt irgendwie noch keinen Sinn. Das Skip habe ich mir verdient. Ja, ich muss ehrlich sagen, manchmal nervt es mich auch, wenn Gegner nicht skippen. Er hat mich beinahe wieder zerstört. Also, er kann aber auch gut austeilen, theoretisch. Mal ein Ariel vielleicht? Verpiss dich, du... Da geht er schon ziemlich gut drauf und gibt mir gar keine Chance. Also, ich muss sagen, der Gegner ist der Erste, der jetzt so ein bisschen stärker ist. Er macht das wirklich nicht schlecht. Da kommen wir noch hinter. Wir müssen auch jetzt halt gucken, dass wir so ein bisschen angreifen. Ein bisschen, ja, in die Offensive gehen. Aber die Bälle kommen alle irgendwie immer zurück. Den nehme ich mal nicht da oben am Board an. Den lassen wir erstmal runterkommen. Vielleicht jetzt. Okay, ich bin down. Aber zum Glück bekommt er den Ball nicht rein. Trotzdem, ich muss mich jetzt ein bisschen... Ja, zum Glück bekommt er den Ball nicht rein. Aber ich hätte schwören können, dass er jetzt eigentlich toxisch bleibt. Aber irgendwie schreibt er jetzt gerade gar nichts mehr. Normalerweise, wenn man so ein bisschen bumpt und vielleicht auch nichts gibt, dann werden solche Gegner eigentlich immer noch ein bisschen toxischer. Aber eventuell... Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Du kleiner hässlicher Fehler. Was? Ich wollte eigentlich gerade nur sagen, dass du mich ja vor dem 3 zu 1 auch zerstört hast. Deswegen bin ich auch nicht mal an den Ball rangekommen. Und ich dachte, ich kann's... Oh Gott, ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren. Und er schreibt, guter Schuss. Okay, damit haben wir jetzt doch den ersten toxischen Gegner 2024. Und was für einen? Er schreibt auf Deutsch und... Vor allem was? Das ist schon... Also ich muss darüber extrem lachen, weil, naja, sowas juckt mich halt nicht. Aber eigentlich ist das schon eine richtig ekelhafte Beleidigung. Das ist schon
echt nicht so geil, um ehrlich zu sein. Können wir jetzt ihn mal so ein... Ja, vielleicht jetzt mal ein Fake? Nee. Klappt das? Oh nein. Also, ich muss sagen, es ist schon... Ist schon sehr unter der Gürtellinie. Also für 2024 ist es wirklich ein guter Beginn. Und ich glaube, wir werden in diesem Jahr auch keinen mehr finden, der toxischer wird als das. Das finde ich schon. Also das war, es ist schon, habe ich so auch noch nie. Ich bin gerade auch ein bisschen perplex, wie ihr vielleicht bemerkt. Oh nein, der Ball ist drin. Ja, und im Vergleich zu den anderen Sachen ist What is Safe schon fast ein Lob. Und eine weitere Sache muss ich in diesem Jahr auch noch lernen. Und zwar darf ich mich von toxischen Leuten nicht immer aus dem Konzept bringen lassen. Ich spiele ganz anders, wenn ich weiß, er ist toxisch, weil ich dann die Runde erst recht... Entschuldigung. Weil ich dann die Runde erst recht... Entschuldigung, aber ich bekomme nicht mehr rein. Warum mache ich den Ball nicht einfach rein? Das meine ich halt. Bei toxischen Gegnern, jetzt aber, bin ich... Oh Gott, das ist so gemein von mir. Er schreibt, Sohn, geh sterben. Oh Gott. Okay, damit ist es safe. Wir werden in diesem Jahr keinen mehr bekommen, der noch toxischer ist als der wahrscheinlich. Oh, der Ball ist nochmal gut. Ist der drin? Ja, 4:4 Ausgleich. Und ich schreibe jetzt einfach mal, claro, okay. Aber ja, die Bums von mir, die waren schon sehr unangenehm und auch ein bisschen drüber. Aber ganz ehrlich, es ist halt ebenso meine Spielweise gegen toxische Leute. Das liebe ich einfach. Und ich mache es auch wirklich nur, wenn ich weiß, der Gegner hat sich anders verdient. Auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen zu viel war, vor allem das Open Net dann nicht zu treffen, weil ich nochmal ihn nach dem Respawn bumpen möchte. Oh, das war ein guter Fake von mir. Aber guck mal, er will mich auch haben, oder? Hör auf zu quatschen, Bruder, komm raus. Also ja, er will mich auch bumpen, auf jeden Fall. Oh nein, aber er schafft's halt dann nicht. Und das ist halt ebenso meine Stärke. Ich schaffe das halt schon ganz gut. Aber ich mache es halt nicht so häufig, weil... Das ist halt oftmals sehr, oder es wird toxisch angesehen. Ich finde Bumpen überhaupt nicht toxisch. Das wird gefährlich. Oh, vielleicht jetzt time to shine. Der Ball muss nur noch rein. Ja, nein. Oh Gott, wir gehen in die Overtime mit guter Schuss. Den Ball spiele ich erstmal nicht an. Er auch nicht. Wir fahren beide weg. Wir beide denken, wir faken ihn jetzt. Oh. Das war schon süß gerade von uns beiden. Das ist gut. Oh, der Backflip war ganz geil eigentlich, aber schade, nicht genügend Wucht und nicht on target. Aber so ein Ball kann auch mal reingehen, theoretisch fake von mir. Er will mich wahrscheinlich wieder zerstören, wollte er glaube ich nicht. Er hat den Ball, es ist nicht so geil, ich kann ihn einmal weghauen. Jetzt schnell Recovery mit einem Wave Dash, schöne Boost Lane bekommen. Er hat den Big Boost aber bekommen, ich muss zurück, ganz, ganz dringend. Er macht irgendwas komisches, Ground to Aerial, klappt nicht so gut. Leider nicht drin. Schade. Ihn nochmal zerstören. Da schreibe ich mal sorry. Aber jetzt muss er erstmal spawnen und vielleicht... Ja, der Ball ist drin. Wir gewinnen die Runde gegen diesen ekelhaften Typen. Und er schreibt noch, verpiss dich, Kind. Ja, nix lieber als das.